Hallo ihr Lieben, ich bin seit 2 Tagen in Valle Gran Rey. Das heißt, am Freitag habe ich ungewollt die Flucht ergriffen und habe Playa Santiago verlassen. Ja, ich sitze hier gerade neben der Solarladestation und lade mein anderes Handy. Und ich hoffe, dass die Konstruktion, die ich jetzt hier gemacht habe, hält. Neben mir liegt eine Katze. Voll süß. Nee, genau gesagt, ein Kater. Ja. Ja, ich hatte zwar vor, diese Woche noch nach Valle Gran Rey zu fahren, da ich mich mit Gaia treffen wollte. Aber ich wollte nur einen Nachmittag hier sein und dann hier übernachten und am nächsten Tag wieder zurück zum Playa Santiago. Ja, da jedoch die letzten Tage am Playa Santiago für mich mental, also nicht körperlich, sehr, sehr anstrengend waren. Es waren ja noch 2 weitere Personen in der größeren Ruine nebenan. Ein junger Mann aus Ungarn, der sehr sympathisch war und derjenige, der mir am Anfang geholfen hatte. Und letzterer, ja, hat sich sozusagen 180 Grad gedreht in seiner Art und seinem Wesen. Und es wurde von Tag zu Tag anstrengender mit ihm, nicht nur für mich, auch für den jungen Mann aus Ungarn. Und der junge Mann aus Ungarn ist zwischendurch schon mal einen Tag zum Tabahuba geflüchtet, um mal wieder seine Ruhe zu haben. Ja, es wurde einfach immer anstrengender. Also ich möchte jetzt nicht genau ins Detail gehen. Und zum Ende hin war es kurz vorm Eskalieren. Und das hat meine Nerven überhaupt nicht gut getan, vor allem auch meiner positiven Energie. Also meine positive Energie habe ich mir sozusagen rauben lassen. Ja, es war mehr oder weniger ein nicht enden wollender Albtraum, der von Stunde zu Stunde heftiger wurde. Und deswegen hatte ich mich dann dazu entschieden, dass ich länger hier in Valle Gran Rey bleibe. Ja. Ja, das war so nicht gewollt und auch nicht geplant. Ursprünglich hatte ich vor, noch 4 Tage am Playa Santiago zu bleiben, 4 Tage hier in Valle Gran Rey und noch 4 Tage nach Valle Hermoso zu Gaia zu fahren und die dann dort mit ihm noch zu verbringen. Ja, aber jetzt ist es halt anders gekommen, ist aber jetzt auch okay. Das Tolle war, ich hatte ursprünglich vor, am vergangenen Freitag mit dem Bus vom Playa Santiago nach Valle Gran Rey zu fahren. Allerdings hätte ich da mit 2 Bussen fahren müssen. Und am Playa Santiago ist ja zurzeit unten an der Strandpromenade eine Baustelle und deswegen hält der Bus nicht an der Bushaltestelle, wo er normalerweise hält, sondern eine weiter oben bei der Schule. Ja, das fand ich schon nicht so optimal. Ich habe zwar diesmal nicht alles mitgenommen, nur einen Teil meiner Sachen, aber nichtsdestotrotz war das trotzdem anstrengend wieder mal für mich. Ja, da ich halt einfach ein ganzes Stück damit laufen musste in der Hitze. Und der Bus wäre um 13 Uhr gekommen und hätte dort bei der Schule gehalten und wäre dann zum Flughafen gefahren. Dort hätte ich dann aussteigen müssen und der nächste Bus wäre erst 2,5 Stunden später gekommen
und wäre dann nach Vallecanrey gefahren. Das heißt, ich wäre erst recht spät hier angekommen, also genauer gesagt 2 Stunden, bevor Gaia wieder zurück nach Vallehermoso fährt. Ja. Und die Busfahrt war teurer als gedacht. Ich habe da nochmal recherchiert, zum Glück. Ja, und die hätte insgesamt mindestens 7 Euro gekostet. Ich hatte aber nur noch 6 Euro. Ja, von daher wäre das gar nicht gegangen. Und dann habe ich einfach überlegt, ja gut, dann laufe ich weiter an die Hauptstraße, da wo die Autos von oben und von der Stadt unten herkommen und versuche einfach zu trampen. Ne? Das hatte hier ja eigentlich immer gut geklappt, bevor Corona kam. Während der Corona-Zeit dann nicht mehr. Und mittlerweile ja, ist das ganze Corona-Thema ja schon fast gegessen, hier in La Gomera erst recht. Und deswegen dachte ich mir, ja, ich versuch's einfach. Ja, dann musste ich noch ein ganzes Stück weiterlaufen bis kurz vor die Tankstelle. Und dort habe ich dann angefangen zu trampen. Und nach circa einer Viertelstunde hat dann tatsächlich ein Auto angehalten. Und das war eine Einheimische, die mich mitgenommen hat, was ja hier sehr selten ist. Ja, normalerweise halten eher die Touristen an, wenn überhaupt. Da habe ich mich schon sehr gefreut. Und sie fuhr sogar noch weiter als bis zum Aeroporto. Sie fuhr bis kurz vor Alajero und hat mich dann dort auch an einer Bushaltestelle rausgelassen. Juckt's dich wieder? Ich glaube, die Katze hat Flöhe. Kratzt sich immer so viel. Ja, und dann bin ich ausgestiegen, habe mein ganzes Zeug aus dem Auto raus, stell mich hin, halt den Daumen raus und bereits das vierte Auto hat dann auch schon wieder angehalten. Genial! Und das war ein Deutscher, der Chef von der Bar Kakadua hier, der kennt mich nämlich, da ich früher dort öfter auch mal was getrunken habe. Ja. Und der hat mich dann mitgenommen und während der Fahrt haben wir sogar noch zwischendurch angehalten auf einer großen oder hohen Plattform, wo es ein fantastisches Panorama zu bewundern gab. Da haben wir dann eine Pause gemacht, haben uns während der Fahrt viel unterhalten. Ich habe interessante Sachen erfahren, was die Bar und so weiter anbelangt. Ja, und der hat mich doch tatsächlich bis ganz hier runter zum Vueltas gebracht. Genial! Ja, so war ich deutlich früher hier, als wenn ich mit den beiden Bussen gefahren wäre und vor allem, ja, musste ich nichts bezahlen. Perfekt. Deshalb habe ich mir dann an dem Tag in meiner neuen Lieblingsbar hier ein zweites Mal ein Dürüm geleistet. Das gibt es nämlich dort. Allerdings ist das deutlich kleiner, als wenn man das in Deutschland isst. Kostet in veganer Form, also mit Falafel oder Falafel, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht, 5 Euro. Aber es schmeckt göttlich. Ja, war sehr lecker. Ja, und Gaia war schon hier im Ort auch. Aber ich habe dann erstmal in Ruhe gegessen und dann habe ich mit ihm per WhatsApp Sprachnachrichten ausgetauscht und habe ihm gesagt, dass ich auch da bin, eben, dass ich schon, was ich halt getrennt habe, dass es alles super geklappt hat und ja, dass wir uns jetzt gerne treffen können. Und er saß bereits hier bei der Ladestation und ich saß in der Nähe. Ja, dann haben wir uns hier getroffen. Der Grund, warum wir uns hier treffen wollten, war, Gaia hatte am Playa Santiago, ein bisschen oberhalb, da wo die kleine Kapelle ist, da habe ich auch schon mal ein Video für euch gedreht. Da hat er mal vor einiger Zeit ein paar Bücher verbunkert und hatte mich gebeten, also wenn es nicht so anstrengend ist für mich körperlich, ob ich da mal hinlaufen könnte und ihm da 1 oder 2 Bücher von mitbringen könnte. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Eben, und das war ein Grund, warum wir uns getroffen haben, dass ich ihm die Bücher geben kann. Und ich hatte noch mein komplettes restliches Geld in Vallehermoso oben in dem ersten Ruinenhaus versteckt sozusagen.
weil das war für die komplette Rückfahrt, also ohne Flug, ne, Fähre, Bus, Zug und für die ersten 2 Wochen dann in Deutschland wieder gedacht zum Leben. Da ich jetzt ja aber hier verlängert habe, brauche ich das Geld zum Leben ja jetzt schon. Ja, und das hatte ich eben jetzt nicht. Ja, und deswegen haben wir uns halt auch getroffen, damit Gaia mir das geben kann. Das hat er dann auch gemacht. Ja, und daher hat alles gut geklappt. Und wir haben uns sehr schön miteinander unterhalten. Es hat auch gut getan, ihn wiederzusehen. Des Weiteren habe ich dann erfahren, dass Gaia mit einem jüngeren Mann, nachdem Gaia dachte, dass ich am 11. wie bisher geplant nach Deutschland zurückfliege, abgemacht hatte, dass der junge Mann schöne Zeit lang zu ihm kann, weil, ja, ist ja eigentlich auch egal, warum. Ja, jetzt hatten sie das halt schon abgemacht und ich dachte halt, dass ich zuletzt die letzten 4 Tage bei Gaia verbringe, nochmal schön, nur mit ihm alleine. Ja, dem ist ja aber jetzt nicht so, ist aber auch nicht schlimm. Ich kann, wenn ich möchte, trotzdem hin. Ich habe ja auch ein Zelt noch am Playa Santiago verbunkert, das könnte ich dann mitnehmen. Könnt mir dort das Zelt aufstellen. Und Gaia meinte, sein junger Freund oder Kollege, wenn man den fragt, er wird vielleicht auch die Zeit, die paar Tage, die ich jetzt dann noch bei Gaia bin, in dem Zelt schlafen, damit ich in dem Stall schlafen kann. Aber ja, ehrlich gesagt wird es mir gar nicht unbedingt was ausmachen. Solange ich noch das Tarp, was ich jetzt ja auch habe, da drüber spannen kann, dann wird es noch ein bisschen gemütlicher. Und auch etwas kühler, habe ich da eigentlich gar nichts dagegen. Das Zelt ist gar nicht so klein. Von daher, ja, schauen wir mal. Ja, so sieht's aus, Leute. Und ich habe jetzt die letzten 2 Tage mich hier in meinem neuen Sträucher-Iglo, was ich ja letztes Mal, als ich hier schon eine Woche war, schon so weit vorbereitet hatte, neu eingerichtet. Es war auch gut, dass ich das letztes Mal schon vorbereitet hatte, so hatte ich diesmal weniger Arbeit. Ich habe dann das Tarp wieder gespannt an der Seite und habe aber was ganz Tolles gefunden unterwegs. Richtig toll. Das habe ich dann einen Tag genau auf die gegenüberliegende Seite noch gespannt. So kann jetzt da gar niemand mehr reinschauen. Und heute habe ich es noch zusätzlich auch noch auf die Seite, die kürzere Seite von dem Tarp, auch noch gespannt und teilweise auch noch oben, dass ich von oben her auch Schatten habe. Ja, war viel Arbeit, aber hat auch Spaß gemacht. Und jetzt ist es sozusagen wie ein selbstgemachtes Hauszelt. Richtig cool. Ja, und ich fühle mich sehr wohl da. Nur die erste Nacht, als ich jetzt hier war, da war ich schon kaputt von den Tagen, von den anstrengenden Tagen am Playa Santiago, die ich davor halt verbracht hatte. Waren die Padelas bis 3 Uhr morgens am Schreien hinter mir. Zwar ja nicht so laut wie jetzt bei der Halbhöhle in Santa Ana Las Trincheras, aber doch so laut, dass ich halt nicht schlafen konnte. Und ich war so müde. Ich wollte, ja, ich hätte da um 11 Uhr normalerweise schon einschlafen können, wenn ich Ruhe gehabt hätte. Ne? Aber es sollte nicht sein. Naja, und ja, bei mir ist es ja immer so, wenn ich nicht schlafen kann oder zu wenig geschlafen habe, auch dann bekomme ich immer Schmerzen im rechten Bein, auch wenn ich es nicht belaste, warum auch immer. Ja, und das war dann auch wieder in der Nacht halt. Habe ich mehrmals ein bisschen von der Schmerzbrausetablette genommen, aber die hat mich richtig angeschlagen. Ja, da habe ich mich da noch gequält bis morgens um 6. Hab dann nebenbei auch noch ein Video angeschaut, um mich ein bisschen abzulenken. Ja, und um 6 Uhr bin ich dann endlich eingeschlafen und habe zumindest bis um 7:45 Schlaf gefunden. Immerhin, dafür war ich ja schon sehr dankbar. Ja, und habe dann gestern einfach ganz langsam gemacht, gechillt. Allerdings war es gestern extrem heiß
Und ich hatte keine Lust, irgendwo hinzugehen und war mehr oder weniger hauptsächlich nur an meinem Platz. Also am Morgen war ich schon hier unterwegs, habe mir Wasser am Strand geholt und war kurz bei dem kleinen Supermercado, um nochmal frische Bananen zu kaufen. Ja, aber ansonsten war ich hauptsächlich nur bei mir oben. Aber da war es so heiß, da hatte ich ja noch nicht alles fertig. Ich war dann froh, als es endlich Abend war. Und vor allem war ich gespannt, wie es jetzt diese Nacht wird, ob die Padillas wieder so lange schreien. War aber positiv eingestellt und habe mir einfach selber gesagt, es wird nicht mehr so sein. Und so war es auch. Da war es jetzt wieder, diese Nacht war es wieder so wie zu der Zeit, als ich eben wie gesagt die Woche hier war. Die Padillas haben nur bis circa 23.30 Uhr hinter mir geschrien und auch deutlich leiser als die anderen Male. Vielleicht, weil ich jetzt noch eine dicke Wand sozusagen in die Richtung gebaut habe. Vielleicht hat das etwas abgehalten. Ja, und so bin ich um kurz vor 12, also um kurz vor 0 Uhr, dann völlig übermüdet eingeschlafen. Ja, nur zweimal die Nacht wach geworden. Ansonsten habe ich sehr gut geschlafen heute Nacht. Bis um 7 Uhr. Ach, das hat so gut getan. Richtig schön. Und gestern wurde ich reichlich beschenkt vom lieben Universum. Ja. Und ich wünsche mir schon seit längerer Zeit etwas. Das habe ich nie gefunden oder es wollte sich nie finden lassen. Und gestern, ja, habe ich es endlich geschenkt bekommen. Richtig toll. Aber dazu drehe ich ein extra Video, in dem ich euch alles zeige, was für wunderbare Sachen ich geschenkt bekommen habe. Nicht nur für mich, sondern auch für Gaia. Ja, richtig toll. Ja. Jetzt habe ich vor, also nach jetziger Sicht, wenn nicht wieder irgendwas vorfällt, man weiß ja nie, ne? Morgen nochmal zurück zum Playa Santiago zu trampen. Und dort meine restlichen Sachen zu holen. Und falls derjenige von dem ich vorhin gesprochen hatte, noch da ist, dann packe ich mein Zeug zusammen. Es ist ja nicht mehr alles, ich habe das meiste jetzt hier und laufe dann mit dem Zeug nach Santa Ana hoch. Dort wasche ich dann nochmal eine Maschine Wäsche, vor allem meinen Schlafsack. Und sobald das dann alles trocken ist, dann gehe ich nochmal zu der wunderschönen kleinen Terrasse, auf der ich zuletzt da oben geschlafen hatte und werde dort noch eine Nacht verbringen. Ach ja, und Gaia wünscht sich noch, also in der ehemaligen Halbhöhle, in der er zuletzt dort geschlafen hat, liegt noch eine seiner Jacken. Ja, und die hätte er gerne wieder. Da werde ich ihm die höchstwahrscheinlich noch holen. Und wasche die auch gerade noch mit, weil die ist total verstaubt, versieft, die lag ja schon, was weiß ich, wie lange schon dort. Ja, und dann schlafe ich eben auf der Terrasse. Ja, und am nächsten Tag, wenn ich hoffentlich ausreichend geschlafen habe, laufe ich dann hoch zur Bushaltestelle und tramp von da aus dann wieder zurück nach Valle Grande. Genau. Und falls derjenige nicht mehr da sein sollte, wovon ich nicht ausgehe, dann würde ich in dem Raum nochmal schlafen wollen. Dann habe ich ja meine Ruhe, dann ist es ja kein Thema. Ja, auf jeden Fall haben mir jetzt die zwei Tage hier schon richtig gut getan, da diese Person nicht mehr um mich ist. Jetzt konnte ich das erstmal alles ein bisschen verarbeiten, den Stress und die Anstrengung der letzten Tage dort. Ich wäre gerne noch länger am Playa Santiago gewesen, aber so ist es für mich absolut kein Genuss mehr. Und ich meine, in Valle Grande ist es ja auch schön, ne? So ist es ja nicht. Ja. Ich glaube, das war es jetzt, was ich euch alles erzählen wollte. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten hoffe ich, es geht euch allen gut. Mir geht es heute wieder sehr gut. Heute Vormittag hatte ich noch Schmerzen im rechten Bein, warum auch immer, obwohl ich mich gestern so viel geschont hatte. Ich habe dann aber noch einmal eine Brausetablette genommen und ja, die hat circa eine halbe Stunde später angeschlagen und seitdem geht es mir
sehr gut, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Ich denke mal, wenn meine Handys jetzt geladen sind, dann lege ich mich hier ein bisschen an den Strand. Also hier neben mir ist der Bibi Beach. Ja, sonne mich ein bisschen, entspanne mich ein bisschen. Ja. Hier ist es übrigens heute 33 Grad im Schatten. Aber im Schatten lässt sich's gut aushalten. Okay, dann bin ich mal wieder weg. Und sag mal, bis dann. Ciao.